So, hallo, da bin ich wieder. Wir wollten ja nach unseren Kühen schauen. Es ist tags und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht gleich. Ach nee, Moment, Moment. Wir brauchen ja noch Futter. Jawohl. So, holen wir uns noch schnell. Das war. Hier drin haben wir auch gerade noch zwei Stück und dann könnten wir uns ja eigentlich die Samen mitnehmen. Jawohl. Und die Hacke. Und dann können wir noch ein bisschen was anpflanzen, ne? Ja, und ich weiß auch gar nicht so genau, womit ich weitermachen soll. Denn, ja, wie gesagt, ich würde ja gerne noch weiter da in dieser Höhle rumhantieren. Aber ich habe auch irgendwie keinen Bock, das alleine zu machen. Ich würde ja lieber meine Kinder wieder einladen. Das macht irgendwie mehr Spaß. Und ich meine auch, dass es für euch Zuschauer ganz schön langweilig sein kann. Wie gesagt, ich hätte echt voll Bock mal diese. Ach so, ich wollte ja noch ein bisschen mehr anpflanzen. Voll Bock, diese gesamte Höhle da unten auszubuddeln, weil das ist ja riesig. Das würde mich wirklich mal interessieren. Also ich bin wirklich so neugierig dann auf das, was da noch alles ist, dass ich es wirklich in Kauf nehmen würde, da stundenlang rumzubuddeln. Ja, so bin ich. Aber das kann ich euch ja nicht antun. Obwohl der eine oder andere höchstwahrscheinlich nichts dagegen hätte. So, dann haben wir das auch angepflanzt. So, schön wachsen bitte. Das Huhn hätte ich eigentlich auch nicht unbedingt einfangen müssen. Hier rennen ja sowieso genug Viecher rum. Ich würde ja gerne mal mein Loch hier zubuddeln, aber ich habe nicht genug Erde. Bauen wir uns hier noch was ab. Ja, wenn ich aber nicht in die Höhle gehe und weitermache, was mache ich dann? Das ist eine gute Frage. Viel weiterziehen kann ich nicht, denn im näheren Umkreis war ich schon. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, hier mein Lager abzubrechen, weil hier ja sicherlich noch einiges zu holen ist. Habe auch schon überlegt, ob ich mir ein Haus baue. Aber wenn ich dann in der Höhle rumbuddel und mir dann auch noch ein Haus baue, dann wird es noch langweiliger. Und außerdem weiß ich ja auch gar nicht so genau, wie lange ich überhaupt hier bleibe. Ist ja auch noch wieder so eine Sache. War die Lava hier schon immer? Höchstwahrscheinlich. Okay. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich irgendwann noch mal gern in die Wüste gehen möchte. Das mache ich auf jeden Fall auch noch. Wir haben ja auch noch so unendlich lange und viel Zeit. Da können wir hier noch so viel gemeinsam entdecken. Also ich jedenfalls. Ihr werdet das sicherlich alles schon kennen. Ich noch nicht. Vielleicht trödel ich auch deshalb immer irgendwie so rum und weiß nicht genau, was ich hier unternehmen soll, weil. Oh, ein Schwein. Noch eins. Für Schweine braucht man Karotten und die habe ich nicht. Schade. Oh-oh. Ey Leute, das gibt's echt nicht, ne? Guckt euch das mal an. Was habe ich denn hier für ein Schwein in diesem Spiel? Das ist doch so ein Unterwassertempel mit Sicherheit.
Erst finde ich zig Diamanten. Na, das würde ich mir jetzt gern mal markieren, aber ich habe kaum noch Fackeln und ich glaube, Material für Fackeln habe ich auch nicht. Nö. Okay. Das ist ja genial. Aber da traue ich mich natürlich nicht hin. Logisch. Oh ja, okay. Alles klar. Mal ganz vorsichtig sein hier. Das ist ja cool. Oh. Ach nee, geht ja. Ich dachte, ich komme jetzt hier wieder nicht rüber, aber doch, ich komme hier rüber. Jo. Lass mich mal kurz ein bisschen recken. Ja, das finde ich ja richtig genial. Also, hier geht was und ja, wir bleiben erstmal hier. Habe ich jetzt gerade so entschieden. Ich brauche auf jeden Fall noch Holz, glaube ich. Und ich denke, wenn wir ein bisschen bessere Rüstung haben, dann werden wir uns auf jeden Fall mal ein Nether-Portal machen. Werden ein bisschen in den Nether rumstöbern. Da war ich ja auch noch nicht. Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Kühe hatte ich vermehrt, genau. Du könntest doch noch mal mitkommen. Dann kann ich euch ja auch vermehren. Ja. Boah. Kommt das eine an, haut das andere ab. Naja, dann habe ich halt nur noch einen Kuhstall. Lass die Hühner Hühner sein und hier draußen rumrennen. Habe ich halt glückliche Hühner. Jawohl, ist mir eh viel lieber. Ich muss dazu sagen, ich habe früher immer Eier vom Supermarkt halt gekauft. Und seit neuestem bekomme ich Eier direkt vom Bauern, von wirklich glücklichen, freilaufenden Hühnern. Und ihr glaubt gar nicht, wie lustig diese Eier aussehen. Also die sind wirklich groß, klein, oval, rund. Hell, dunkel, also in allen Farben. Den einen Tag hatte ich mal so ein Ei, das sah so von der Schale her, nicht vom Inhalt, so grünlich aus. Also richtig witzig und die schmecken wirklich lecker. Also das ist schon wirklich ein absoluter Unterschied zwischen den Supermarkteiern und den glücklichen Hühnereiern. Und da können die mir im Supermarkt noch einen erzählen, von wegen, das sind Eier von glücklichen Hühnern oder Bio-Eier oder freilaufende oder was weiß ich was. Es ist alles der gleiche Mist. Gehe ich mal von aus. Ich glaube denen da nicht so recht. Und ich finde es auch schade, wie wir Verbraucher teilweise wirklich an der Nase herumgeführt werden. In solchen Dingen, was Lebensmittel halt betrifft. Das ist ein Thema, wo ich mich ständig drüber aufregen kann. Aber ich glaube, wenn ich damit jetzt anfange, dann höre ich nicht mehr auf. Ja, es ärgert mich wirklich immer wieder, dass man auch wirklich gezwungen wird, diese Fertigware und Massenware zu kaufen und es einem gar nicht mehr ermöglicht wird, irgendwie ja was Vernünftiges, Frisches zu bekommen. Gerade was so Wurst und Fleisch anbelangt. Wir haben hier natürlich noch ein Fleischer, aber da muss ich bis in die Stadt latschen. Im Supermarkt wurde nach und nach alles ja wegrationalisiert praktisch. Es gibt da nur noch
So, also bei uns jedenfalls, es gibt zwar noch eine Frischfleischtheke, aber da gibt es auch nicht mehr sehr viel. Und am Wursttresen praktisch nur noch so Wurst am Stück. Also Scheibenwurst, gar nicht mehr frisch. Uh-oh. Und wenn ich durch die Gemüseabteilung gehe und mir mal so einen Apfel in die Hand nehme und daran rieche, dann rieche ich rein gar nichts. Und das ärgert mich immer wieder. Und die Äpfel, die schmecken auch nach nichts. Genau wie das gesamte andere Obst auch. Wir haben hier einen türkischen Gemüsehändler bei uns in der Nähe. Und der verkauft wirklich tolles Obst. Da kaufe ich immer mein Obst und Gemüse ein. Das ist zwar teurer, aber das nehme ich gerne in Kauf, denn ich weiß, dass ich auf jeden Fall die bessere Qualität, beziehungsweise was heißt überhaupt Qualität? Es ist ja nicht die Qualität, wo ich so einen Apfel in die Hand nehme und sage, okay, der sieht super aus, der ist schön rot, der hat keine Druckstellen, der hat überhaupt gar nichts. Ja, aber der schmeckt auch nicht, ne? Da habe ich lieber einen Apfel, der halt nicht so hübsch aussieht, aber dafür schmeckt. Also so wie halt aus dem Garten frisch gepflückt. Wir hatten also früher immer Obst im Garten. Und wenn wir dann im Herbst die Äpfel und die Pflaumen von den Bäumen gepflückt haben, das war richtig. Oh, das hat geduftet. Das glaubt ihr gar nicht. Und ich finde das so schade, dass es sowas heute wirklich gar nicht mehr gibt. Das Einzige, was mich noch wundert, dass die im Supermarkt nicht in der Obstabteilung auch noch so Duftspray sprühen, damit es da irgendwie so ein bisschen nach Obst und Gemüse riecht. Also das würde echt noch fehlen. Aber ich denke, das dauert auch nicht mehr lange, bis die das einführen. Ja, und dann zahlt man wirklich teilweise sogar einen Haufen Geld für Ware, die, ja, man eigentlich in eine Tonne treten kann. Und dann kauft man das Zeug und keiner isst es. Ja, oder du kaufst Fleisch, was so abgepackt ist, was nicht immer schlecht sein muss, nein, aber wenn du das dann anbrätst, dann siehst du ganz genau, wie viel Wasser da drin ist, weil das Fleisch dann nur noch halb so groß ist, wie es vorher war. Und wenn ich das bei uns beim Fleischer hole, dann bleibt es fast so groß, wie es auch, ja, im Ursprung war. Ja, ich habe ja gesagt, wenn ich damit einmal anfange, höre ich nicht mehr auf. Okay, weiß nicht, vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen was dazu zu sagen. Würde mich mal interessieren, wie das andere Leute sehen. Ich meine, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mir es auch leisten kann, mal ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben. Ich muss aber auch sagen, ich gebe dann für andere Dinge nicht so viel Geld aus, ne? Also mir ist es wirklich wichtig, vernünftige Lebensmittel zu kaufen und ich stelle auch selbst viel her. Also ich habe schon Bonbons selber gemacht. Ich mache Marmelade selber und Brot. Also ich mache das nicht nur, nein, um Gottes Willen. So verrückt bin ich nicht, aber ich koche auch mal das eine oder andere ein. Hauptsächlich, weil ich halt Lust dazu habe. Und weil ich dann auch weiß, wo es herkommt. Ne? Gerade die Sachen, die man dann aus dem Garten noch bekommt. Vielleicht auch von irgendwelchen Bekannten, Verwandten, Nachbarn, wie auch immer. Das ist wirklich toll. Das schmeckt ganz anders und ja. Ach, was ich schon selber gemacht habe, das glaubt ihr gar nicht. Aber es macht mir auch unwahrscheinlich viel Spaß, das auszuprobieren. Und wenn es nichts wird, meine Güte, dann ist es halt nichts geworden. Aber probieren kann man das alles mal. Ich habe Gurken selbst eingelegt und ja, rote Beete, was nicht jeder isst, aber die schmeckt wirklich lecker. Also ich mag es gerne, nicht immer, aber so ab und zu mal esse ich das ganz gerne. Irgendwo ist hier eine Spinne, aber wo? Da ist noch ein Ei, das hole ich mir jetzt mal. So, Thema ist jetzt beendet. Ja, sonst lasse ich mich hier aus. Aber vielleicht hat der eine oder andere ja noch ein bisschen was dazu zu sagen. Ich werde mir jetzt mal die anderen Eier schnappen. Und mal gucken, ob ich hier noch ein paar Hühner in meinen Stall bekomme.
Ja, dann kann er mir das ja mal schreiben. Oh, ich weiß, die meisten haben halt gar keine Zeit mehr, irgendwas selbst zu machen. Viele kochen ja auch gar nicht mehr. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich zu Hause bin. Also nicht, weil ich keinen Bock auf Arbeiten habe oder weil ich arbeitslos bin oder Hartz-IV-Empfänger oder sonstiges. Nein, mein Mann und ich haben uns dazu entschieden, dass er sich auf Arbeit verwirklicht und ich mich halt zu Hause verwirkliche, dass halt jemand für die Kinder da ist. Schwiegermutter war auch in Pflege. Da musste halt auch jemand da sein. Das gehört alles zum Leben dazu. Und ich habe gesagt, ich setze halt keine Kinder in die Welt und gebe die dann ab für den ganzen Tag. Ich habe natürlich auch gearbeitet. Ich habe auch sogar noch gearbeitet, als die Kinder da waren. Ich habe dann halt Teilzeit gemacht. Ich war in der glücklichen Lage, das machen zu können. Und meine Schwiegermutter hatte auch dann meine Tochter damals aufgepasst. Und das waren dann auch immer nur ein paar Stunden, weil mein Mann hatte halt Normalschicht. Also der hat von 7 bis 4 gearbeitet. Und ich hatte dann halt Schicht, aber halt nur 2 bzw. 3 Tage in der Woche. Und das war dann halt machbar. Aber ich hätte nie mein Kind abgegeben für den ganzen Tag. Also was weiß ich, morgens um 7 in den Kindergarten und abends um 5 oder so abholen. Natürlich weiß ich, dass einigen gar nicht die Möglichkeit bleibt, das anders zu machen. Und das bedauere ich eigentlich auch. Also ich würde es besser finden, wenn jeder die Möglichkeit hat, zu Hause zu bleiben bei seinen Kindern. Aber wie gesagt, leider ist das nicht immer der Fall. Ja, und aufgrund dessen war ich halt in der glücklichen Lage, zu Hause zu bleiben. Ja, und dann kann ich natürlich auch viel ausprobieren, viel machen, rumexperimentieren. Das macht auch immer Spaß. Und den Kindern macht es auch Spaß. Vor allen Dingen, was ich ganz toll fand, mit den Kindern so Bonbons herstellen. Ne? Das ist also wirklich ein Highlight für die, wenn die sehen, wie man Bonbons herstellen kann. Das, ja. Und die sagen schon immer, meine Mama macht alles selber. Also ich mache nicht alles selber, nein, aber man kann so viel machen, Leute. Pudding zum Beispiel. Jetzt bin ich schon wieder bei diesem Thema. Pudding zum Beispiel. Ja, also wenn man diesen Tütenpudding kauft, da ist nichts anderes drin als höchstwahrscheinlich bisschen Eipulver und Speisestärke und Geschmacksverstärker. Also ihr könnt einfach Milch nehmen, bisschen Kakaopulver, das Ganze kochen. Wenn ihr Lust habt, schöne Schokolade mit reinmixen und das Ganze mit Speisestärke andicken. Und ihr habt den leckersten Pudding überhaupt. Ei. Ist wirklich wahr. Und ihr könnt euch dann nicht nur einen Schokopudding oder einen Vanillepudding herstellen, sondern noch ganz, ganz viele andere Sachen. Ich habe da schon einiges ausprobiert und es gibt wirklich leckere Puddingsorten, die man machen kann. Ja, ich habe auch teilweise zu einer Feier dann Pudding ein bisschen mit ein bisschen Alkohol, so Kokoslikör rein gemixt und Amaretto kann man auch nehmen, wenn man mal eine schöne Feier hat. Oder Erdbeergeschmack. Also man kann so viel verschiedene Sorten kochen und der schmeckt wirklich lecker. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich hier schon aufnehme. Ich habe echt überhaupt keine Planung, dadurch, dass ich so viel gequatscht habe. Ich werde das Video jetzt einfach mal beenden. War höchstwahrscheinlich langweilig für euch, weil ich hauptsächlich nur gequatscht habe und kaum was erledigen konnte. Aber ich hoffe, die nächste Folge wird interessanter. Bis denn. Eure Nizi.